So sieht es von oben aus, das neue Haus für Sicherungsverwahrte in der Justizvollzugsanstalt Straubing. Es gibt ein zentrales Büro- und Therapiegebäude. Hier werden die Bewohner auch arbeiten. Von hier gehen die Wohnhäuser für die Verwahrten ab. Sicherungsverwahrte, das sind ehemalige Häftlinge, die zwar ihre Strafe im Gefängnis abgebüßt haben, aber immer noch als gefährlich gelten. 50 Sicherungsverwahrte werden in den nächsten Tagen vom Hauptgebäude der JVA in diese Räumlichkeiten umziehen. Insgesamt bietet der neue Komplex Platz für 84 Personen. Bei der Einweihung war auch die bayerische Justizministerin Beate Merk mit dabei. Wir haben jetzt einen deutlichen Abstand zu den Strafgefangenen. Denn die Sicherungsverwahrten sind nun in einem eigenen Gebäude untergebracht. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber, dass wir hier jetzt wirklich auch die gesamten Möglichkeiten haben für einen Vollzug der Sicherungsverwahrung, der darauf hinausläuft, dass wir mit sehr viel Therapie alles tun wollen, damit die Sicherungsverwahrten nicht mehr gefährlich sind und sie dann auch die Möglichkeit haben, in die Freiheit wieder zu kommen. Damit hat die bayerische Staatsregierung die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts pünktlich erfüllt. Das hatte eine Trennung von Strafvollzug und Sicherheitsverwahrung gefordert. Stichtag, der 31. Mai 2013. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, trotzdem es einen sehr, sehr langen Winter gegeben hat. Wir haben es geschafft, weil alle an einem Strang gezogen haben. Die Baukosten betrugen 24 Millionen Euro. Sie blieben im gesteckten Rahmen. Aber es wurde nicht nur viel für die Sicherungsverwahrten getan, auch die Sicherheit der Anwohner war den Planern wichtig. Wir haben hier natürlich auch baulich und technisch alle Sicherungsmaßnahmen vorhanden im neuen Gebäude. Wir haben aber hier auch noch die Möglichkeit, auf die Sicherungsverwahrten noch intensiver einzuwirken mittels der Therapie. Wir haben einen besseren Überblick durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben einen neuen Personalschlüssel, nämlich wir haben 71 neue Stellen hier bekommen. Damit sollen die Sicherungsverwahrten zwar möglichst normal leben, dabei aber unter ständiger Bewachung stehen. Nach Meinung der Ministerin wird das in Straubing klappen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.